Hey, na? Was geht? Willkommen zurück hier bei Corekeeper. Yes, yes, yo. So. Wir sind ja dabei, hier den Raum einzurichten. Ich mach das mal. Dude, ich dachte, hier unten läuft gerade irgendwas lang. Ja, aber man merkt schon, inwiefern das Game an Terraria erinnert. Was ich ziemlich nice finde. Come on. Wir bekommen halt weniger wieder, als wir angepflanzt haben. Das ist ziemlich gefährlich, Freunde. Oh, wir müssen mal Wasser holen. Und wir müssen ja auch mal zumachen. Aber erstmal müssen wir ja rausfinden, wie groß muss man diesen Raum machen. Paprika. Die Felder werden auch irgendwann mal ein bisschen größer werden. War ja klar. So, wie ist jetzt hier? Okay, ein Samen. Zwei Samen. Drei Samen. Okay, das hat gepasst. Dann haben wir Fasern bekommen. Ordentlich sogar. So, und das da rein. Glorchs Auge. Ein knolliger, antiker Edelstein, der viele kleine Schleime zu einem großen vereint. Das 100 Pro dieses... Oh, wir sind ziemlich hungrig. Oh, was ist denn da? Glorch. Gnorm. Hier ist der hier. Glorch. Oh, damn. Guck mal, ich zeig euch mal was. Hier hinter mir, seht ihr Kupferbarren? Und dann zeigt er an, das haben wir in einer Kiste. Das heißt... Crafting nimmt Sachen direkt aus unserer Kiste? Und wenn ja, wie weit entfernt darf das sein? Okay, Schleimschwert. Verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. Haltbarkeit. Kupfer, Zinn, Schleim. Nestmutter-Scanner. Verwenden Weltscan. Scannt die Welt nach der Nestmutter. Das ist die hier, ne? Und Gorm und Nestmutter-Scanner. Das hier wird Gorm sein. Ne, das ist die Nestmutter. Oh, shit. Look at this. Now it is leuchting, Alter. Und hier ist Gorm. Alright. Warte, aber wenn das hier so leuchtet... Möchte ich das schon sehen. Alright. Tür. Wir wollten eine Tür bauen. Siehst du, jetzt fällt es mir wieder ein. Ausweichen, Chance, Fasern. Wir müssen sowieso anfangen, ein paar Sachen anders zu ordnen. Wir brauchen eine Kiste, mit der wir einfach nur so Aufbaumaterialien haben. Fungusboden, das kann hier rein. Gloschskiste, Alter. Cool ist, dass ich gelesen habe, wie gesagt, ich habe mal kurz in die Wiki reingeguckt,
Klebernes Material, das unvorsichtige Abenteurer verlangsamt. Lebende Schleime entstehen nach einer Weile auf schleimbedeckten Böden. Ah. Also wenn wir Schleim farmen wollen, können wir uns damit eine Schleimfarm herstellen. Gut zu wissen. Ah, da können wir, glaube ich, nicht nur Schleim, sondern auch Schrott farmen, ne? So, gehen wir kurz hier rein. Keine Sorge, ich habe nicht vergessen, was ich machen wollte. Ich weiß, ich bin notorisch dafür, dazu veranlagt, ständig zu vergessen, was wir machen wollten. Aber ich weiß, wir wollten eine Tür craften. Dafür brauchen wir ein bisschen Kupfer. Das ist interessant. Hier nimmt das Kupfer. Nimmt er nicht. Ich hätte gedacht, dass er dann das Kupfer da auch aus der Truhe nimmt. Aber das hat nicht geklappt. Strange. Wirklich strange. So, jetzt machen wir hier die Tür rein. Und hoffen einfach, dass auf wundersame Art und Weise der Opa da hier hinkommt. Also direkt im Inventar. Finde ich eigentlich ganz geil. Also Quality of Life mäßig finde ich das schon ziemlich cool gemacht hier. Holzbrücke. Cool. Cool. Erzbeere und Pilz. Das ist einfach unser Go-To-Food. Alright. Schauen wir nochmal. Wir müssen auch echt gucken. Wie wir mal so eine Angel herstellen können. Ich würde auch sagen, das hier lassen wir alles so, wie es ist. Schön dunkel. Packt er und packt eine Fackel hin. Ich will das schon irgendwie begrenzt haben. Begrenzt, wie dein Horizont. Ich hoffe halt, dass hier... immer schön Schleime nachwachsen. Was es ja auch tut, ne? Es tut ja Schleime nachwachsen tun. Autsch. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil mein Handy einfach im Sekundentakt gerade Töne von sich gibt. Schädel. Ja, die so großen Teile. Grottlingschädel. Überbleibsel einer einst stolzen Zivilisation. Plus 6% aller Fertigkeitspunkte werden zur maximalen Gesundheit hinzugefügt. Wir haben 125 und damit haben wir 130. Oh, das ist nicht wenig, Freunde. Aber das ist auch Kupfer, das ist kein Zinn.
sagen, wir graben jetzt einfach mal ein bisschen. Oh shit, was ist das? Für einen Bohrer. Habt ihr eigentlich mal gesehen, dass die Schleime überhaupt nicht bösartig zu uns sind? Außer die Stacheligen halt. Was leuchtet denn da, Alter? WTF? Habt ihr das gerade gesehen? Hat der da einen anderen Chunk geladen, Alter? Dude. Ja. Talentpunkt im Nahkampf. Nahkampfsangriffgeschwindigkeit. Das sieht aber wirklich interessant aus da oben. Oh. Oh shit, das ist noch so ein antiker Scheiß wieder. Okay. Verwenden, zum Kern teleportieren. Wird beim Benutzen verbraucht. Bombe. 394 bis 480 Explosivschaden. 644 Bergbauschaden. Damn. Da ist noch ein Bogen. Was kann ich entbehren? Was kann ich entbehren? Was kann ich entbehren? Was kann ich entbehren? Eigentlich können wir den Schleimboden weghauen. Ich weiß, es sind zwar 132, aber Schleimboden können wir ja jederzeit abbauen. Viel wichtiger, dass wir hier die Säulen mitnehmen. Ich weiß auch nicht, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich das rechtfertigen soll, was ich hier mache. Können wir mit der Schaufel was machen? Na, damit kann ich bloß Sachen kaputt machen. What the fuck ist das?
Einfach das Nichts, Alter. Alles Kupfer. Ist alles Kupfer, Freunde. Ich musste das ausprobieren. Ziemlich geil. Oh! Grandpa, du bist zu Hause! Ja, aber jetzt die Frage... Soll ich die Sachen verkaufen oder... Weil du kannst ja hier alles verkaufen. Aber die blauen sehen so aus, als wären die einfach nur wert. Aber cool, Alter. Mama, Papa, Grandpa ist zu Hause. Was mir fehlt, ist, dass man so Fackeln an Wände anbringen kann. Das wäre ziemlich cool. Wir müssen auch mal gucken, wir können immer noch nicht irgendwie, wir können immer noch nicht irgendwie so Kupfersachen herstellen. Also wir können schon Kupfersachen, ich meinte, hab mich blöd ausgedrückt, mein, Schlüssel. Ich glaube halt, das... Ja, müsste man jetzt echt mal nachlesen. Ich habe auch gesehen gehabt, dass die Bosse so ein bisschen random eine Möglichkeit haben, was zu droppen. Vier Schrott erhalten. Das ist nice. So. Nee, da sind wir ja noch nicht im Bereich des... Dann machen wir noch ein paar Pilzsuppen. Was wollte ich sagen? Im Bereich des... Es geht wieder los bei mir, Freunde. Im Schnittepönen-Bereich. Keine Ahnung. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Aber es war auf jeden Fall was super Wichtiges. Also so viel sei euch mal versichert. Zwei Samen. Siehst du? Das ist ganz schlimm. Die müssen unbedingt das fixen, dass du mindestens eins zurückbekommst. Wie willst du denn ansonsten? Vielleicht beim Gärtnern, warte mal. Gärtnern. 5% Chance auf den Erhalt eines Samens. Schaden, kritischer Trefferschaden. 3% Chance, dass von dir gepflanzte Pflanzen golden werden. Okay, wir müssen auf jeden Fall
gründlicher Gärtner das Teil hoch machen. Das heißt, wir müssen Gärtnern, Gärtnern, Gärtnern. So. Okay, das nächste ist 10%. Das heißt, wir kommen auf 25%ige Chance, dass wir einen Samen bekommen. Das ist aber wirklich, weiß ich nicht, das ist sehr, sehr wenig, Alter. Also kommt mir sehr, sehr wenig vor. Aber wahrscheinlich ist generell die Chance einfach relativ hoch. Ich finde, es müsste sein, Chance, einen zusätzlichen Samen zu bekommen. So wie in Minecraft. In Minecraft ist es ja auch so, wenn du Weizen anbaust, du bekommst dann immer mindestens einen Weizensamen wieder zurück. Wenn du Kartoffeln anbaust, immer mindestens einen Kartoffelsamen wieder zurück. Zumindest war das damals so. Ich weiß nicht, können sich natürlich auch Sachen geändert haben. Aber das wäre schon ziemlich... ziemlich behindert. Nichts gegen Behinderte. Ich bin der Kind der 90er, da hat man so geredet. Wir waren die Idioten. Damit alles gerechtfertigt, was ich gesagt habe. Ihr wisst, was ich meine. So. Ich glaube, hier haben wir auch noch Paprika drinnen. Gerade gedacht, bauen wir einfach alles an, was wir haben. Wir müssen ja Gärtner eh ein bisschen hochspielen. Aber überleg mal, Alter, wenn du das jetzt mit deinen Kumpels spielst, weißt du, und du hast vielleicht einen dabei, der sagt, ja, Mann, dieses Rumlaufen und so, das ist gar nicht so meins, ich würde gern einfach in der Basis bleiben. Das ist doch auch nice, Alter. Dann könntest du sagen, okay, ey, dann spielst du halt Gärtnern und so alles hoch. Weißt du, dann hast du zu Hause halt so einen dedicated Gärtner, Alter. Ich weiß noch nicht, was wir hier reinmachen. Wie sieht das aus? Moment. Wenn wir zwei Kisten nebeneinander stellen, wird aus dieser Kiste eine große Kiste? Bist du Minecraft 2? Fuck you. Du hast mit meinen Gefühlen gespielt. Leuchttulpen sind da oben drin gewesen. So. Sehr schön. Den Holzbogen. Wir haben noch einen Holzbogen? Wie viele Holzbögen haben wir denn? Ach doch, ich erinnere mich. Sehr, sehr schön. Ja, da können wir uns tatsächlich schon Dings hier machen. Aus Kupfer. Aber wir sind ja immer noch auf der Suche, fällt mir gerade ein. Wir brauchen halt Zinn. Wo hatten wir denn das erste Mal Zinn gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber momentan kommen wir eigentlich ganz gut zurecht mit dem Scheiß, den wir haben.
Also einmal vollgeballert. Ein pilziger Bärenpudding zusätzlich erhalten. Nice. Okay, wir sind hart in diese Richtung gegangen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal nach unten um. Dadurch gehen wir durch unseren Garten. Oh. Und graben uns hier durch. Ist ganz gut. Kurz den gespankt, Alter. Kupfer, das ist eine Bombenpaprika. Irgendwann weiß man. Was? Irgendwann weiß man schon, was was ist ungefähr. Der Bro tut uns gar nichts. Nur wenn wir den angreifen. Bergbau. Bergbau, Talentpunkt. Boom. Und jetzt können wir 5% Chance auf den Erhalt eines zusätzlichen Erzes aus erzhaltigen Wänden. Plus 2 Fliesen sichtbare Erzentfernung. What? Aber wir sehen's doch. Das ist riesig hier. That's what she said, übrigens. Oh, Diamanten! Eisenerz. Nah dran! Es ist aber doof, dass wir jetzt Eisenerz bekommen, wenn wir Zinn brauchen. Gib mir Zinn, du Arsch. Oh, ist eine Steinbrücke. Aber interesting, Alter. Hier gibt es doch mehr zu sehen, als ich gedacht hätte. Wir bauen uns jetzt hier durch. Ich hoffe, dass das da... Kupfer. Freunde. Alles Kupfer. Jo, Handy meckert schon. Hm.
Kupfer, ne? Ja. Das da könnte... Nee, auch nicht. Okay, Freunde, ey. I don't know. Da liegt schon wieder irgendwas Interessantes. Grottlingbrot. Grottlinge sind, glaube ich... Was ist das? Okay, warte. Wurzelsamen. Primitiver Hut. Zwei Rüstungen, zwei Ausweichchancen. Okay. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ich glaube, Grottling ist hier sowas wie die Zwerge oder so. Naja, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Corekeeper. Denk dran, wenn du Bock auf das Ganze hast, wenn du auch gespannt bist, was das Game noch zu bieten hat und wenn du das irgendwie entspannt, knuddelig auf dem Feierabend findest, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.